Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS19 in Survivor 2 Projekt, meine lieben Freunde. Und ja, die Franzi und ich, wir machen hier gerade ein bisschen noch Holz und läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube, haben wir alles. Bis jetzt haben wir alles, was ich runtergesägt habe. Hallo? Jo, Grüße, erster Marlon. Hi, Marlon. Für dich kurz zur Info, ich würde dir jetzt deinen MB-Trag wiederbringen. Oh, das ist super. Können wir dann mal quatschen. Ja. Und ich hätte aber auch direkt noch den Harvester mit drauf, wegen der Vorführung. Oh, das wäre auch super. Wo muss ich denn hinkommen? Wir sind oben am Sägewerk, wir arbeiten nämlich gerade. Ja, bei dem kleinen oder bei dem Hauptsägewerk da oben? Einen Moment mal eben. Wer ist das denn? Beim kleinen. Ja. Wer war denn das jetzt? Keine Ahnung. Entschuldigung, Marlon, hier fuhr gerade irgendjemand mit dem Traktor vorbei. Unfreundliches Pack. Franzi, ist das hier das Hauptsägewerk oder das kleine Sägewerk? Das ist unser kleines. Das Hauptsägewerk ist das, wo das Holz verkauft wird. Also, wir sind am kleinen Sägewerk, oben bei Feld 25. Ja, ja, das weiß ich. Alles klar. Da komme ich dahin. Alles klar. Bis gleich. Tschüss. Was war das denn jetzt für eine? Oder? Ja, keine Ahnung. Ich habe den Traktor noch nie gesehen. Aber ich glaube, ich werde dann noch mal ein paar Stümpfe hier wegmachen. Ja, wir bekommen... Ach so, der Händler hat gerade angerufen. Wir bekommen den MB-Trag gleich. Der kommt gleich hier hin. Okay. Ja? Damien, da ist der Ernst. Kutsura. Der Ernst! Wer war das nochmal? Der mit dem Deutz. Ah! Komm sofort, ich säg noch eben hier die Äste ab. Hi. Hi, Franzi. Ich glaube, der Damien hat sich in deinem Deutsch verschossen. Also hoffen. Ja. So. Alles fleißig. Ja, der träumt nachts von deinem Deutsch, der. Ach so. Ja. Ich krieg die Kette hier nicht dran. Der spricht nachts davon. Okay, ich hoffe nur Gutes. Hallo. Hi, Damien. Wir hatten mal kurz letztens gesprochen. Die Stadt hat es genehmigt. Wir haben jetzt unser Heizkraftwerk bekommen. Ah, cool. Das heißt, ich könnte demnächst von euch mal so eine kleine Ladung Hackschnitzel gebrauchen, damit ich keinen kalten Hintern kriege im Winter. Ja, sehr gerne, würden wir nachher mal was rumbringen. Ich habe schon was, oder wir haben schon was hier, habe ich vorhin gesehen. Ja, das wäre cool. Umso eher, umso besser. Ich weiß nicht, wie viel ihr entbehren könnt. So 30.000 Liter, das müsste eigentlich bei mir auch in Silo reingehen, dann kann ich es mir selber dann immer rüberschippen. Ja. Das wäre eine coole Geschichte. Da müssen wir nur sagen, was ihr dafür haben wollt, ne? Ist ja klar. Ja, ich werde nachher mal mit der Franzi reden. Also, das müssen wir auch mit der Franzi bringen, weil eigentlich wäre das ja hier noch alles der Franzi, nicht mir. Ach so, okay. Ja, und die Zeit lang stand sie recht still und da war die Stadt immer noch sehr nicht wohlgesonnen, wenn man eigene Heizkraftwerke haben wollte. Jetzt hat zum Glück der Bürgermeister das mal durchgewunken. Ich weiß, ob noch andere Bauern mit aufgesprungen sind auf den Zug. Also ich auf jeden Fall. Ja. Und ich würde es natürlich auch sehr nutzen. Also sobald ich was habe, sag mal Bescheid oder bringt es vorbei. 30.000 Liter würde ich auf jeden Fall abnehmen. Da komme ich schon mal eine Zeit lang mit aus. 30.000 Liter, okay. Ja, Minimum. Ja. Ich glaube, 8.000 haben wir schon. Wir schmeißen gerade wieder Holz rein. Ja, okay, Alter noch nicht. Noch ist ja schönes Wetter. Ich meine, noch ist ja hier. Wow. Sunset. Nein, wie gesagt, wenn ihr was habt, oder kurz durchrufen, bringt es vorbei und dann einen Preis besprechen wir dann. Ja, genau. Dann denkt an meine Haferlieferung, dann machen wir noch einen guten Preis. Schießt da ab. Ah, stimmt, der Hafer, da war ja noch was. Ja, alles gut, haben wir gesagt, das verrechnen wir beim nächsten Mal, okay. Passt das ja schon. Dann geben und nehmen. Denken wir schon. Ja. Gut, dann lasse ich euch weiter arbeiten, damit ich schnell meine Hackschnitzel bekomme. Ja. Okay, David, wir hören und sehen uns, ne? Ja, Ernst, vielen Dank für den Auftrag. Das ja, auch immer gerne. Wir werden uns zeitnah melden. Alles klar, ich wünsche euch was. Ich wünsche dir auch was. Tschüss. Jo, ciao. Franzi, unser Auftrag. Wow, es läuft langsam. Aber echt? Ja, bis auf das Auftrag von der Stadt ein bisschen daneben gegangen ist. Aber kriegen wir so. Ja, der Förster nachher gut was zu tun, wenn wir fertig sind, du. Oh ja. Ich säge jetzt einfach mal Baum für Baum einfach und du fährst rein, oder was? Ja, und ich komme jetzt mal zwischenzeitlich mal ein paar Stümpfe wegmachen, weil... Ja, der Händler kommt ja gleich, dann
Haben wir ja den anderen und dann machen wir erst die Stümpfe weg, damit wir besser ziehen können. Das wird ja echt cool jetzt. Ja. Und mal gucken, ob noch der Auftrag mit der Stadt noch gilt, wenn die da fertig sind mit den Pappnasen da hinten und dann... Hat die eigentlich schon mal irgendeiner wieder vom Baum runter? Also ich war nicht mehr da. Vielleicht hängen die da noch. Wäre auf jeden Fall interessant. Ja. Mal so in einer Woche vorbeischauen, ob sie noch oben hängen. Ja. Wir haben Hunger. Vor allen Dingen, die Schlüssel habe ich ja irgendwo in die Wiese geschmissen. Ja, das sind schon zwei so. Ja, ohne Witz. Also wo die zwei herkommen, das weiß ich auch nicht, ey. Was hat denn hier für eine hässliche Tanne, ey? Oh, das geht wohl nicht. So, Franzi, ey, das läuft doch hier. Ja, fleißig, fleißig. Hallo? Hallo? Ja, wo seid denn ihr? Hier ist Franzi, hallo. Hi, Marlon. Der Chef? Oder dein da oben, Kollege? Da siehst du, der halbe Wald fehlt, aber da ist er. Hallo? Ja, ich muss ein bisschen außerhalb parken, ich kam nicht bisher her. Okay. Wollen wir mal kurz hingehen? Ja, klar, sehr gerne. Ja, dann auf geht's. Warte mal, ich muss mich kurz kratzen. Da, oh. So, wir kommen. Was hast du denn da für ein Schicken? Ja, Alter. Der Berg hat es mir ein bisschen angetan hier. Da hat dann irgendwann der Tieflader gesagt, ich möchte nicht mehr. Und dann musste ich jetzt hier anhalten. Das Gerät hätte ich euch jetzt, könnte ich euch zur Verfügung stellen. Mal 2 Tage zum Testen, wenn ihr wollt. Mehr, aber mehr ist nicht drin. Nee, alles gut. Also das ist doch super. Wie viel, wenn ich den nehmen sollte, wie viel sollte der kosten? Also wie gesagt, das ist ja schon ein gebrauchtes Gerät. Da müsste ich dann nochmal mit dem Händler schwatzen, der das Ding vertreibt, weil ich vertreibe das ja nicht. Ja. Wo der jetzt sagt, wo der Preis noch liegen wird, aber auf jeden Fall weniger als normal. Ich glaube, normalerweise kosten die so knapp 440.000. Aber okay. Ich denke, da ist jetzt ja, da läuft es schon knapp einem Jahr in der Vorführung. Also da werden wir bestimmt vom Preis her, also in die 300.000 irgendwo, denke ich, sein. Okay. Na. Hört sich doch gut an. Mal schauen, wie er läuft. Schwing dich mal rein und ist eigentlich alles relativ selbstverklärend. Ich habe dir auch ein Handbuch mal mit reingelegt. Ja. Und dann kannst du es mal ein bisschen testen, ganz in Ruhe, wie gesagt, dafür ist es ja da, einfach mal zum Probieren. Ja. Dann, hopp. Ja. Oder hast du Angst? Nee, ja, ein bisschen Respekt, aber Angst nicht. Ja, das läuft schon. Oh. Und ich sehe gerade den MB-Drag, hast du auch schon? Achso, warte, ich muss ja die. Ja, warte, die habe ich vergessen. Warte, wo habe ich sie denn? Immer da, wo man zuletzt sucht. Guck mal in der rechten Arschtasche. Ja, so, bitteschön, jetzt müsstest du sie haben. Danke. Ja, jetzt geht's auch. So. Genau, schön langsam mit dicken Ketten drauf, damit ja nichts passiert. Man kann sagen, zieht aber gut, du. Ja, ist ja immer noch neu trotzdem, ne? Ja. Ich sehe schon, der träumt heute Nacht von dem Gerät. Oh, gestern war es der Deutz, heute das Ding. Aber ich sehe gerade den MB-Drag. Ja, da reden wir gleich nochmal. Wollen wir das mal eben testen hier. Mal eben hier ein Bäumchen fällen, ob ich das auch richtig mache. Natürlich bestimmt ganz weit unten ansetzen, steht zumindest so im Handbuch. So. Ich fahre da erstmal runter, ne? Ja. Machen wir die mal 8 Meter.
Ah, da. Oh! Oh! Oha. Mal langsam. Oh! Oh nee! Nicht direkt wieder kaputt machen, Mensch. Oh nee, Entschuldigung. Ich fahre eine Weit weg. Ja. Erste Mal, ich so ein Ding benutze. Was ist denn so mit großen, langen Dingern, hä? Hansi. Ja, mei. Was ist los? Das ist doch cool, Franz. Jetzt könntest du die anketten und reinziehen. Stimmt. Das ist ja mehr als genial, ey. Also der ist, das Ding ist so geil. Ja, also wir hätten auch noch, wenn sie wollen, da muss ich ja nochmal mit den Räten noch den Rückewagen, weil ich sag mal so, mit dem fahren sie ja oben in den Wald rein, genau, rein theoretisch, und fällen die direkt vor Ort und tun jetzt nicht irgendwie jetzt nee, über Kilometer das noch ziehen vorne. Ja, ja, genau. Das ist nicht so gut. Könnte ich auch noch mal vorbeibringen, wenn sie wollen, wird aber nicht heute und morgen. Nee, alles gut, ja. Wenn du da was hast, sag Bescheid. Ja, wie sie wollen. So, wollen wir mal kurz wegen MP3 quatschen? Ja, sehr gerne. Also ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Welche wollen sie zuerst hören? Die schlechte. Schlechte? Ja. Okay, also ich sag mal so, ich habe das Ding ja komplett überholt. Vorne die Achse war defekt. Oh, wo okay, sind sie denn noch hier? Da hat das Differential komplett zernommen. Das ja, habe ich Ihnen ja damals schon so ungefähr ja, gesagt. Das sah für mich schon so aus, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Ja. Das hat dann aber trotzdem natürlich nichts damit zu tun, wie jetzt, dass der nicht anspringt. Das Anspringen war tatsächlich eigentlich eine ganz simple Sache, aber dennoch trotzdem halt dezent kostenintensiv. Ja. Und zwar bei der Einspritzung, da, wie auch immer, fragen Sie mich nicht, war ein Haarriss drin in der Einspritzung. Okay. So, das Problem ist, dadurch verliert das Fahrzeug quasi, wenn du starten willst, ist halt der Druck weg. Wissen Sie? Halt, dass, ja, dass der Sprit eingespritzt wird. Ja. So, und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Oder besser gesagt, eigentlich nur eine Möglichkeit. Ein neues einbauen oder ein gebrauchtes einbauen. Ich habe jetzt mal ein gebrauchtes eingebaut, weil das ist halt wesentlich günstiger. Ja. Weil bei dem alten Modell hier, bei dem MP-Trakt, da kostet so eine neue Einspritzung gleich mal 10.000. Boah, okay. Und halt, also da ist schon Einbau und sowas dann halt mit drin, ne? Und jetzt ja, habe ich ein gebrauchtes eingebaut oder ein reanimiertes, weil halt ein benachbarter Händler, da war halt der MP-Trakt, da hat ein Kunde gebracht, total Schaden und da war das Ding halt noch ganz. Den habe ich jetzt für 5. Okay. So, und dadurch wird man insgesamt auf Reparaturkosten und Wartung, und ich habe alle Öle getauscht und sowas, na. Ja, also komplett einmal fit gemacht. Komplett einmal fit gemacht, weil 15.000 liegen. Okay, das ist doch super. Soll ich das jetzt bezahlen oder soll ich das mit den Maschinen zusammen bezahlen? Wie meinst du? Die Maschinen, die du für mich bestellt hast, müssen auch noch bezahlt werden, oder? Nee, die sind schon bezahlt, dachte ich. Oder? Hatte ich die bezahlt? Ja, die sind bezahlt. Die sind schon bezahlt. Ah, okay. Ja. Sorry, da hatte ich jetzt sogar. Ja, okay. Ja, ich habe auch heute erst noch deswegen ist auch noch ein bisschen dreckig, das tut mir leid, halt eine Belastungsprobe gemacht, halt wirklich mal auf dem Feld, mal richtig getrimmt, um wirklich zu schauen, ob alles wieder passt. Ja. Und läuft alles einwandfrei. Also können Sie ohne Bedenken direkt voll reinstarten damit. Ja, so super. Gut, ne, dann würde ich sagen, ich rück wieder ab. Ich habe nämlich noch mehr Aufträge heute. Ja. Und Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit. Ja, danke schön. Jo, und, danke. Danke für die Hilfe. Kein Problem, Herr Davids. Machen Sie es gut. Ja, tschüss. Der nennt mich immer Davids. Ja, ich glaube, der kann deinen Namen nicht aussprechen. Nee, der macht da so Davids. Da ist ein Witz. Ich weiß. Muss ihn, glaube ich, mal bestrafen. Bei der Peitsche muss ich ihn auspeitschen. Kannst du ja mal fragen, ob irgendwo Rost an seinen Maschinen ist. Rost. Ja, Rost, ich weiß. Franzi,
Ich glaube, es wäre jetzt besser, wenn wir uns ein bisschen beeilen, weil dann können wir, kann über die Nacht das Sägewerk laufen. Dann haben wir bestimmt schon mal ein paar Hackschnitzel, genau, die wir dann noch den Ernst vorbeibringen können. Ja. Ich fange jetzt erstmal an, hier ein paar Stümpfe zu schneiden. Ja, ich ziehe noch wegen den Rest runter. Ja. Ja, genau, da war ja noch was. Was denn für ein Ding? Geht ja gar nicht hoch, die Stubenfräse. Ist noch von Großvater. Warte mal, ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden von dem Ding. Zuletzt hat es ja noch funktioniert. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, wie das Ding hier läuft, glaube ich. Nicht. Irgendwo hängt es schon wieder. Oder muss die vielleicht vorne dran? Ist die schön. Ich probiere mal was. Mal mal wieder was von meinem Onkel gehört, ne, oder? Nee, bis jetzt noch nicht. Kann doch nicht. Schaffst du es? Nee, es will nicht. Zumindest nicht so, wie ich das will. Da muss man die schon richtig weit unten absägen, die Bäume. Jetzt besorgen wir uns eine andere, wenn die nicht gescheit funktioniert. Nee, nee, funktioniert jetzt schon. Also vielleicht lag es jetzt auch nur an der Wiese oder so. Ja, jetzt. Jetzt läuft's. Ich muss sehr nur warm laufen. Ja.
Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Servus!